Wir müssen die Könige lieben lehren. Lernen, lieben lernen. Ja, ist die nächsten Videos, die dann nachher gleich erscheinen werden, werden sich darum kümmern, dass so viele im Internet eigentlich nur daraus bestehen, unsere Herrscher zu attackieren. Also immer gegen zu sein und immer ein Feindbild aufzuwerfen und an denen rumzuzackern. Wir müssen einfach akzeptieren, also ich habe das gerade gegoogelt, also es gibt auf der Welt schon über 2000 Milliardäre und das sind unsere modernen Könige, ja, und wir müssen einfach akzeptieren, dass die Welt von den modernen, ich sag mal, ich habe das ja reduziert auf die 200 reichsten der 2000 Milliardäre dieser Erde, also das die obersten 10%, also die denken wir uns, wir haben einfach auf der Erde 200 Könige, die die gesamte Erde regieren und beherrschen. Und das dürfen wir nicht hassen und nicht attackieren und angreifen, sondern wir müssen fähig sein, die Könige, unsere Milliardärskönige zu lieben und müssen uns klar machen, wie elendiglich auch diese Könige, hier wohl angeblich Heinrich der Achte, also wie sehr die alle gelitten haben unter der sozialen Marktwirtschaft, unter dem Kapitalismus. Also wir alle stammen ja aus kommunistischen Kommunen von vielleicht 80 bis 120 Individuen, in denen die heutigen Könige, also und unsere heutigen Milliardäre, die aktuell, wir nennen sie halt nicht mehr Könige, wir nennen sie heute Milliardäre, aber wir könnten sie genauso gut Könige nennen, ja, unsere heutigen Könige, die unsere gesamten Gesellschaften beeinflussen sozusagen und die ganze Welt regieren sozusagen, sind einfach auch unheimliche Opfer, gerade wenn ihr euch die Geschichte, glaube ich, von Heinrich der Achten an, wie er sozusagen von der krankmachenden Ernährungsindustrie seiner Zeit krank gefüttert wurde, wie er dann offene Beine hatte, wie er vor Verwesung stank und so weiter und gelitten hat ohne Ende. Also sozusagen unsere Könige werden durch den Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft, also durch die soziale Marktwirtschaft beziehungsweise den Kapitalismus, alle im Prinzip genauso geschädigt wie wir anderen auch. Nur, dass sie oft sogar, weil sie so viele Milliarden haben, sich sogar noch mehr von den ungesunden und krankmachenden Dingen leisten können. Sie können sich Chefärzte leisten, die sie noch schneller zu Tode operieren und zum Krüppel operieren. Sie können sich von der krankmachenden Ernährung alle Luxusvarianten leisten, die sie noch schneller kränklich und krebskrank und alles Mögliche machen und so weiter. Was das Einzige, was ja die Reichen sozusagen, was sie unterscheidet, warum die ärmeren Schichten sozusagen durchschnittlich kränklicher sind und noch früher sterben als die Reichen sozusagen, das kommt ja daher, dass die Reichen immerhin die Intelligenz haben, einige der Manipulationen der kapitalistischen Ernährungsindustrie sozusagen zu durchschauen und zu verstehen sozusagen und sozusagen ja letztendlich dann doch eben nicht ganz so viel krankmachende Dinge abbekommen, während die ungebildeteren Schichten einfach Opfer all der Werbung werden und so weiter, ja. Und wir müssen uns klar machen, hier unser König Heinrich, ja, also wenn wir jetzt mal bei dem Bild der 200 Könige der Welt bleiben, ja, der 200 aktuellen reichsten Milliardäre der Erde, die alles bestimmen auf der Erde, dann müssen wir diese Menschen lieben und Mitleid mit ihnen haben, denn auch sie werden sozusagen leiden ein schreckliches Leben und niemand von denen erreicht ein kerngesundes 127-jähriges Leben sozusagen, sondern sie sind alle Opfer, denn dieses von denen gibt es hier, wenn das der eine König ist, gibt es ja wieder 199 andere Könige, die alle davon leben, diesen König krank zu
zu machen, ihn kaputt zu machen, ihn zu Tode zu operieren mit Pharmaprodukten und Medizinprodukten und so weiter und mit Operationen und so weiter. Alle stürzen sich, also auf alle 199 anderen Milliardäre haben nur das Ziel, diesen einen Menschen kaputt zu machen, sozusagen. Und damit verstehen wir, ja hoppla, wir sind ja alle in einem Boot sozusagen, die Milliardäre, die Systemfehler in der sozialen Marktwirtschaft und im Kapitalismus ruinieren ja unser aller Leben. Und wir müssen auch nur zurückgehen, wenn wir in der Evolution zurückgehen und diese ganze Spaltung zwischen Arm und Reich zeitlich zurückgeben, dann haben wir vor 400.000 Jahren später Homo Erectus-Gruppen, Kommunen, kommunistische Lebensweise, sozialistische, echt kommunistische Lebensweise. Und dann haben wir hier sozusagen dieser Heinrich der Achte und die anderen aktuellen, heutigen 200 Milliardäre, 199 Milliardäre, die leben alle in dieser Gruppe mit und werden geliebt von der gesamten Gruppe, weil sie die besten Nahrungsfinder sind, weil sie die größten Geschenke an die Frauen und Kinder der kommunistischen Kommune sozusagen machen und dieser matriarchalen, urmatriarchalen kommunistischen Kommunen sozusagen und weil sie eben einfach die nützlichsten für die Gruppe sind sozusagen, die fähigsten und die nützlichsten sind, ja, also die heute unsere Milliardäre sind, natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt den einen oder anderen, der geerbt hat und dann unfähig ist, natürlich gibt es ja, es gibt ja immer genetische Mutationen und so weiter, dass die, aber im Durchschnitt sind die 200 Könige, die aktuellen Milliardärskönige unserer Erde, gehören auch zu den fähigsten dieser Erde und die waren dann früher eben in ihren in ihren Gruppen sozusagen, waren diese dann auch sozusagen die beliebtesten und die am meisten geschätzten, weil sie am nützlichsten für die Frauen und Kinder waren, die größten Geschenke an die Frauen und Kinder gegeben haben. Und da gab es überhaupt keine Spaltung zwischen Arm und Reich. Die Schere zwischen Arm und Reich ist also nur durch die Erfindung des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft auseinandergegangen sozusagen, weil eben hier ganz kurz gesagt, aber ich verweise auf alle anderen 320 Videos und auf die Homepage der zweiten Scientists for Future 2 selbstverständlich, man muss schon alles studieren, um halbwegs zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Aber ganz kurz angedeutet, also vor 400.000, 300.000 Jahren, als aus dem Tausch, aus der Erfindung des Tausches, die Erfindung des Tauschhandels wurde, spätestens wahrscheinlich vor 300.000 Jahren, da sozusagen lief die Evolution nach dem Prinzip ab. Hier ist ein Tauschhändler, der den Menschen nicht schadet und hier ist ein Tauschhändler, der den Menschen schadet, der ihnen Angst vor angeblichen Kriegen macht, so viele Waffen verkauft, der ihnen alles, was Lust macht im Leben und Lebensfreude macht, sagt, das sei schmutzig und unkeusch und unanständig und so weiter und solche Märchen verbreitet mit seiner großen Wirtschaftsmacht, die er als Tauschhändler hat, alles zu beeinflussen und seine Ideen durchdringen, seine verrückten, unrealistischen, gewinnbringenden Philosophien durchdringen die ganze Welt und er kann dann viele nachkommen, er kann ganze Dynastien aufbauen, Handelsdynastien. Also und der unser Leben nicht zerstört, der stirbt aus, weil die Leute zu wenig konsumsüchtig, zu wenig kaufsüchtig werden. Und hier, der den Menschen alles Glück der Welt wegnimmt und der dann konsumieren, dann auch der Heinrich der Achte hat dann wie verrückt konsumsüchtig Lebensmittel konsumiert und all diese krankmachende Zeug hat ihn natürlich alles krank gemacht. Ne? Und so dass er dann also schrecklich gelitten hat, darunter, dass er eben von den 199 anderen Milliardären, Milliardärskönigen seiner Zeit in allem natürlich krank gemacht wurde und die damalige Medizin- und Pharmamafia sozusagen hat ihm natürlich mit der Zeit auch den Rest gegeben. Ne? Und das heißt also, die
Evolution verläuft ab der Erfindung des Tauschhandels, also der Vorform der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus, so, dass uns allen schwerste Schäden zugefügt werden. Ich denke, erinnere nur an das eine Beispiel, dass natürlich in die Lebensmittel rein ungesunde Streckmittel, so ähnlich wie der Heroin-Dealer in das Heroin lauter krankmachende Streckmittel reintut, um mehr Geld zu verdienen, so macht das auch der Lebensmittelhändler. Die wertvollen Zutaten werden überall quasi verdünnt und überall werden billige Streckmittel reingetan, Strecksubstanzen, Pseudofrüchte und alles Mögliche und dadurch werden die Leute natürlich schneller krank und nach einiger Zeit krank, aber er verdient mehr und so ist also der Kapitalismus darauf angelegt, unser gesamtes Leben zu zerstören, aber eben auch das Leben aller Milliardäre und aller unserer aktuellen Könige. Ja? Also, und wenn wir es schaffen, unsere Könige wieder zu lieben und ihnen klarzumachen, dass wir alle gemeinsam, auch die Könige gemeinsam, wir den Ausstieg schaffen müssen aus der fürchterlichen Falle des Kapitalismus beziehungsweise der sozialen Marktwirtschaft, dann werden wir alle wieder in kommunistischen, matriarchalen Kommunen leben und alle unsere Könige, jetzigen Könige, werden aufhören, die Welt zu beherrschen sozusagen, sondern sie werden wieder alles, was sie erwirtschaften, wieder den Frauen und Kindern ihrer Kommune schenken, alles ihren Reichtum verströmen, ihre Leistungsfähigkeit wieder in die Kommunen einbringen sozusagen und die Schere zwischen Arm und Reich geht Stück für Stück zusammen und so weiter und all diese Probleme verschwinden und dann haben wir wieder eine richtige glückliche menschliche Gesellschaft. Ja? Also jetzt kommen die weiteren Videos, die nächsten Nummern zeigen auf, wie im Internet viele, anstatt die Könige zu lieben, unsere 200 aktuellen Milliardäre zu lieben und wie sie an denen rumzackern, wie sie die versuchen anzugreifen und welche Denkfehler sie dabei insgesamt machen. Also bitte jetzt die nächsten Videos gleich anschauen, die erscheinen ja dann in Bildern. Ne? Also, so viel für dieses. Tschüssi.